Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, wieder beim Hexer und jetzt beginnen die Verhandlungen. Sei diplomatisch, Geralt. Geralt von Riva. Thorovil sprach von euch. Ich bin ja auch bekannt. Ich führe die Verstärkung an, die Yevin schickt, um Thorovil zu helfen. Wie ihr seht, dient Vivaldis Gold endlich einer gerechten Sache. Mit gestohlenem Gold gekaufte Waffen. Bewundernswert. Wenn ihr aus Visima kommt, habt ihr die weiße Raila hergeführt. Das ist unwichtig. Thorovil konnte nicht ewig fliehen. Den Hetzhunden des Ordens entkommt man nicht. Sie sollte es als Gelegenheit sehen, ihren Häschern zu trotzen, sie zu besiegen und zu Yevin zurückzukehren. Ihr lasst Thorovil keine Wahl. Und jetzt braucht ihr mich, um die Ritter zu töten. Thorovil ist das lebende Symbol unseres Kampfes. Sie hat kein Recht zu fliehen. Ihr habt schon so viel für uns getan. So steht denn weiter vereint mit ihr. Mit den Verfolgten gegen jene, die blind vor Hass sind. Warum sollte ich das tun? Für einen Teil von Vivaldis Gold? Nein, damit ihr einer gerechten Sache dient und ein Massaker wie das im Umland verhindert. Und um Alwin vor den blutrünstigen Lakaien des Ordens zu beschützen. Zur Hölle, was redest du da für einen Blödsinn? Ihr seid alle blind vor Hass, allesamt. Ihr metzelt euch nieder und ihr wollt gar nicht miteinander reden. Niemand, weder die Menschen noch die Elfen noch irgendwer. Ich kann den Kampf vollkommener Schwachsinn, alles. Vollkommener Schwachsinn. Ja? Alles in Ordnung mit dir? Nein, ich fühle mich seltsam. Ich kann hören, was sie denken. Das ist schrecklich, Geralt. Hast du die Halskette? Ja, ich trage sie ständig. Ich will sie nicht hören. Geralt, warum machen die Elfen das? Sie kämpfen wieder bla bla bla. Bla bla bla. Die Menschen wollen nicht begreifen, dass sich die Welt verändert hat. Okay. Wie soll ich das? Bewundernswert? Naja. Traurig und verzweifelt? Und Hass! Hass, traurig und verzweifelt, bewundern. Was soll ich nur tun? Was soll ich dem lieben Alwin beibringen? Er wird wahrscheinlich zum Elfentöter, wenn ich ihm das sage. Eigentlich gar keine so schlechte Aussicht, nicht wahr? Nehmen wir traurig und verzweifelt. Vielleicht hat er da Mitleid und Mitleid ist immer was Tolles. Die Elfen wollen nicht begreifen, dass sich die Welt verändert hat. Sie können nicht gewinnen und kämpfen trotzdem. Es ist ihr trauriger, verzweifelter Versuch, die Evolution aufzuhalten. Ich werde es mir merken. Geralt, es wird etwas Schlimmes geschehen. Ich kann es spüren. Was ganz Neues. Ich muss mit Thorovil reden. Bleib hier. Was ganz Schlimmes wird geschehen? Ach, was? Schon wieder? Hätte ich ja nicht erwartet. Grüße, Hexer. Hallo, Hexer. Auf einmal seid ihr... Oh, hallo, Thorovil. Du kommst mir sogar entgegen? Geralt, was führt euch hierher? Ist das nicht offensichtlich? Ich bin gekommen, um ein Massaker zu verhindern. Es gibt kein Massaker, wenn sie uns ziehen lassen. Ihr hättet die Kinder aus dem Spiel lassen können. Das konnte ich leider nicht. Die weiße Raila steht dort am Ufer. Ein paar tote Bauern beeindruckten sie nicht. Erst die Kinder stoppten ihr Vorrücken. Ich will euch helfen, aber ihr müsst die Geiseln freilassen. Lasst wenigstens Alwin gehen. Lebt wohl. Soll ich ein weiteres Massaker mitmachen? Auf jeden Fall. Ich will euch helfen. Aber ihr müsst die Geiseln freilassen. Ich weiß, ihr seid ein Freund. Einige Skoyatel aus Visima haben sich uns vor kurzem angeschlossen. Sie haben von euch erzählt und wie ihr Yevin in der Bank geholfen habt. Die Afkaren liefern wieder Waffen und Vorräte, weil sie daran glauben, dass Yevin sie bezahlt. Das freut mich, aber... Helft uns, im Schutz der Nacht zu fliehen. Wir wollen nicht kämpfen. Mit etwas Glück kommt niemand zu Schaden.
Das ist doch eine gute Lösung. Und sagt Rittersporn, er könnte erschossen werden, wenn er sich weiter hinter dem Haus versteckt. Das werde ich tun. Ich werde denen helfen zu fliehen. Aber natürlich, man braucht Glück, damit keiner zu Schaden kommt. Und wie jeder weiß, ist Geralt nicht der Glücklichste im Land. Vor allem ich nicht. Ich glaube, Würfelspiele geben den letztendlichen Beweis dafür. Und dann werden die uns garantiert in einem Hinterhalt überraschen und dann wird's doch ein Massaker. Und so ein richtiges, richtig blutiges. So, wo ist Rittersporn jetzt? Ich dachte, der wäre hier hinterm Haus. Wo ist der? Er ist mittendrin. Was macht er denn mittendrin? Ich dachte, der wäre keine Geisel. Der ist ja da so fett drin, dass... Meine Güte. Hallo? Das ist doch kein Versteck. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Die können den doch sehen. Schwachsinn. Geralt? Alles voller Schwachsinn. Die Welt ist voller Schwachsinn. Rittersporn. Die Lage verschlechtert sich zusehends. Skoyatel auf der einen Seite, der Orden auf der anderen und wir mit Alvin in der Mitte. Tresore aus Mahakam, von Gnomeningenieuren entworfen. Meisterhafte Verschlusszauber. Kampferprobte Kriegsveteranen. 500 Jahre Erfahrung. Das alles, damit ihr Geld sicher ist. Absolut sicher. Glaubt den großen Worten nicht. Die Kräfte sind im Gleichgewicht. Gerüchte über aus der Bank gestohlene Reichtümer haben Lebensmittel- und Waffenhändler angelockt. Reichtümer, die Menschen vorher wie Waldi gestohlen hatten. Die Skoyatel geben es nicht zu, aber der Freiheitskampf ist leichter, wenn der Bauch voll und die Rüstung anständig ist. Ist das nicht offensichtlich? Geralt, was nun? Flucht scheidet aus, ihr würdet euch sowohl den Orden als auch die Anderlinge zu Feinden machen. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Ich würde lieber Alvin retten, aber wenn ich gehe, könnte es zu einem Massaker kommen. Und ich muss an meine Freunde denken. Hexer, das könnte ein Wendepunkt sein. Was ihr tut, wird Konsequenzen ja, haben. Ja, sollen das habe ich jetzt schon tausendmal gehört. Die sich selbst überlassen? Nein, die Elfen brauchen meine Hilfe, denn ich bin ja so ein Gönner. Nein, die Elfen brauchen meine Hilfe. Was soll ich tun? Findet den König der Fischer und sagt ihm, er soll sich bereithalten. Wir kehren nach Visima zurück. Gut, wir treffen uns dann am Seeufer. Visima soll ja in Flammen stehen, das wird ja ein toller Anblick. Ich muss Alvin hier wegbringen. Ich darf nicht zulassen, dass ihm etwas zustößt. Der Kleine liebt euch so, wie ein Sohn seinen Vater liebt. Wir töten keine Kinder. Nehmt ihn mit. Oha, Massaker voraus. Ich dachte, Elfen hätten so, wären so scharfsinnig. Wir greifen an! Und es kommt doch zu einem Massaker. Und Alvin Nein. eskaliert. Alvin hat vollkommen eskaliert. Das fängt ja mal wieder toll an. Ich liebe diese Welt. So, und Axt ziehen. Und komm. Ja, greift dann noch an. Was? Geralt macht nichts. So. Ritter des Ordens. Das bin ich hier jetzt ein bisschen trocken. Ja, okay, das ist jetzt sehr... Da habe ich mir mehr versprochen von der Axt. Ich dachte, der flachs wäre richtig rum, aber nein, der schwingt die einfach nur ein bisschen. Wer stochert mir die ganze Zeit im Rücken? Achso, er ist tot.
Okay, dann nehme ich doch lieber das Stahlschwert, weil das ist cool. Zack, zack. Und doch netze ich sie auch jetzt alle nieder. Weil ich ja so ein Menschen bin. Ich will eigentlich neutral bleiben, ne? Aber das kann man ja hier nicht in dieser Welt. Ja. Kann ich vielleicht nochmal mit Toroville sprechen? Vielleicht gibt sie mir ja so eine krasse Belohnung. Dolch. Ein Goldring. Diamantstaub. Dörrobst. Dörrobst, ey. So ein Ritter hat immer ein bisschen Dörrobst dabei. Wo ist Rittersporn hin? Müßiggang macht mich gereizt. Ach so. Ja, das sagt man nach einer Schlacht. Das ist richtig. Weil nach einer Schlacht, da ist man immer so müßig, ne? Ist ja überhaupt nicht anstrengend, das ganze Gemetzel hier. Der sieht ja geil aus. Aber ich möchte ja meine Fackel behalten. Fackeln behalten ist wichtiger. Und Leichenfleddern. Oh yeah, Leichenfleddern ist sehr wichtig. Ach ja, stimmt. Oller Rittersporn wartet ja am Seeufer. Ganz vergessen. Und Spiel unterbrochen. Das wollte ich nicht. Da geht's zum Seeufer. Okay, ich habe mich nicht verlaufen, ausnahmsweise. System. Als ob das Ganze hier ein System hat. So, jetzt bin ich Staatsfeind Nummer 1. Aber das war ich ja schon sowieso die ganze Zeit. Wo ich hinkomme, Gemetzel, Tod, Unglück, Verzweiflung. Aber was erwartet man schon von einem vernarbten, weißhaarigen Mutanten mit einer preisgekrönten Kuh im Schlepptau? Ja, ich hab sie immer noch, ey. Die nehme ich jetzt auch nach dem Visier immer mit. Und irgendwann werde ich sie grillen, ey. Irgendwann werde ich sie grillen. Wenn da keiner mehr nachfragt. Die will ja gar nicht mehr bei ihrem Bauern sein, ne? Einmal Dörrobst und Nüsse geben. Und schon. Es war nur Obst und Nüsse, ne? Kein Dörrobst, ne? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Einmal füttern, für immer Volkserben. Oh ja. Yeah. Das nennt man Loyalität oder auch Dummheit. So, wo ist der nochmal? Ich glaube, am Boot wartet er dann, ne? Das wäre jedenfalls logisch. Und Alvin hat sich wieder wegteleportiert. Meine Güte. So ein eskalierender Magier. Aber wo ist er jetzt? Das ist die Frage. Geralt? Das ist schlecht. Wirklich schlecht. Was ist passiert? Alvin hat ein Portal geöffnet und ist verschwunden. Er könnte überall sein. Wir müssen zurück nach Vizima. Vielleicht hat Triss eine Idee. Also dann, auf nach Vizima. Da bin ich ja mal gespannt. Nach euch? Wir sind auf einem Boot. Ach so, der König der Fischer kann das Boot auch noch bedienen. Und der wird uns ganz nach Vizima bringen. Ist ja eigentlich eine ganz schöne Strecke, muss ich sagen. Oh, das Hühnchen. Wer war nochmal das Hühnchen? Kenne ich das Hühnchen? Ich weiß es nicht mehr. Oha. Dunkel mit Regen und dann kommt die Armee an. Ja. Und die habe ich mir gerade zum Feind gemacht. Oha, ich bin ja so ein Profi. So ein Profi bin ich. Oh, ein blutroter Himmel. Mit einem Dunst über dem See. Also wir werden bald Vizima erreichen. Ja, hat man eben. Riecht ihr das? Ja. Verbranntes Fleisch? Rauch. Etwas brennt. Schwer und stickig. Wie strohgedeckte Hütten. Verdammt, Geralt, seht! Ja. Es steht in Flammen. Apokalypse! Verdammt, Geralt. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Ich schon. Ihr solltet inzwischen an den Anblick des Krieges gewöhnt sein, Rittersporn.
Wir sollten uns niemals an Gewalt und Gräuel gewöhnen. Vor allem nicht die Zartfühlenden unter uns. Ja. Zum Glück haben wir Mutanten keine Gefühle. Wolltet ihr das sagen? Seid still und sagt mir, wie es weitergeht. Berengars Brief enthielt einige Hinweise. Als erstes müssen wir in die Stadt. Das wird weder einfach, noch ist es sicher. Zugegeben. Aber ich werde so kurz vor dem Ziel nicht aufgeben. Die Nase auf dem Boden, immer der Spur folgend. Ihr seid wie ein Bluthund auf einer frischen Fährte. Alt-Visima erwartet uns. Es ist vermutlich der Schauplatz der heftigsten Kämpfe. Und dann wäre da noch die Pest. Wir müssen dort hinein. Endlich werde ich herausfinden, wer hinter den Salamandra steckt. Geralt. Seid ihr sicher? Seid ihr sicher, dass ihr mitkommen wollt? Ich würde euch nie im Stich lassen. Ich will euch helfen. Ja, aber wie? Aber es könnte heftig werden. Glaubt ihr etwa, ich hätte Angst? Bestimmt nicht. Vor allem, was willst du mit denen machen? Willst du sie zu tot sind? Boah, dieser Himmel. Oh yeah. Ja, das richtige Medium ist geschaffen. Jetzt kann man richtig los eskalieren. Vincent Mais. Okay, es geht schon los. Ist das nicht mein Werwolf-Freund? Oh ja, das Ende der Welt hat begonnen. Beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.